ihr Lieben, wir wollen heute einen Musikworkshop machen für jemanden, der dieses Jahr Geburtstag hat. Derjenige, der Geburtstag hat, hat diese Musik hier komponiert. Sehr leise. Gleich. Spätestens jetzt wisst ihr, was kommt, ne? Ein so geiler Sound. Und Achtung. Und jetzt kommt wieder was unglaublich wichtig ist in der Musik. Da. Wenn einer auf den Pauken so spielen kann. Pauken, hier sind die Trompeten. Und dann kommt das ganze Orchester mit den Grundelementen der Musik. Moll und Dur. Schrumpfbumpf und jetzt wieder die Pauke. Der hat sich seine eigene Hymne geschrieben, der Mann mit dieser Musik. Das hat er selber nicht gedacht, dass das in so vielen Situationen von der Kaffeewerbung bis zum Science-Fiction-Film irgendwie stattfinden wird. Der, um den es geht, weiß nicht, wisst ihr das, wer diese Musik komponiert hat? Nicht irgendein Filmkomponist. Wo der Mann hier komponiert hat, wie der anfing, war noch nichts mit Film. Richard Strauss heißt der Mann. Nicht zu verwechseln mit dem Strauss namens Johann, der diese schönen Walzer geschrieben hat. Haben überhaupt nichts miteinander zu tun, sind gar nicht mal verwandt. Und außerdem hat der eine früher gelebt als der andere. Richard Strauss hat so herrliche Musiken geschrieben, dass dann andere, die viel später musikalischen Ausdruck gebraucht haben, der dem entspricht, was Strauss geschrieben hat, Musiken geschrieben haben, die ohne die Vorlage von Strauss gar nicht denkbar wären. Ihr kennt natürlich das hier. Ihr kennt natürlich das hier. Da. Merkt ihr die Struktur? Da sind Trompeten, spielen in einem ähnlichen System wie bei Strauss an dem Anfang. Und wir haben unten diese schönen, wuchtigen Bässe, da haut eine Pauke rein, da sind Trommeln. John Williams ohne Richard Strauss? Undenkbar. Aber ist so. Richard Strauss hat gelebt noch bis 1949. Er ist also eigentlich so ein Klassikkomponist, ne? Schon, wo man so denkt, ist schon ganz lange tot. 1949 wurden Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik gegründet. Das war das Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ein Mann, der in vielen, vielen Lebensjahren unglaublich viele Musik geschrieben hat. Aber er hat eben nicht nur so berühmte, schnettere Teng-Sachen geschrieben, sondern auch Atmosphären musikalischer Natur geschaffen, die mit der menschlichen Stimme und dem Singen zu tun haben. Strauss hat Opern geschrieben, sehr lange Opern, aber mit unglaublich viel schöner Musik und spannenden Geschichten teilweise. Richtige Krimis. Aber hört mal bitte das hier, auch das werdet ihr kennen. Das ist die berühmteste Filmmusik aller Zeiten angeblich. Das kennt ihr, ne? Warum ich das jetzt spiele, ist die Art dieser Singstimme, die da gesungen wird. Wie er das einsetzt, diese schöne Streicherbegleitung, Ennio Morricone. Und darüber diese herrliche Frauenstimme. Ganz ruhige Sachen, die Harmonien wechseln nur ganz langsam. Und es ist alles in einer Kadenz, in einer harmonischen Weise aneinandergefügt, dass man bei jedem Akkord, der kommt, das Gefühl hat, wenn ich das jetzt träumen würde, könnte es nicht schöner sein. Man mag gar nicht wieder ausmachen, ehrlich gesagt. Und nun möchte ich euch etwas vorspielen, was Richard Strauss komponiert hat, als ziemlich alter Mann. Vier letzte Lieder heißt der Zyklus, sind vier Lieder aus Gedichten von unter anderem Hermann Hesse. Solltet ihr kennen, ist ein unglaublich spannender Typ, was der für schöne Gedanken geschrieben hat, die werden euch gefallen. Aber hört mal auf die Musik. Richard Strauss schreibt so eine herrliche Melodie hier. Was ist das für eine Zeit gewesen, ha? Wo sich einer hinsetzt? Da geht es um die Nacht in diesem Lied. Nützt nichts, ich muss wieder ausmachen. Schon damit die GEMA nicht zuguckt. Apropos GEMA, Richard Strauss. Heute schimpft man ja manchmal auf die GEMA, ne? Ist schon so, ne? Kann man lesen, dass da geschimpft wird. Richard Strauss hat in dieser Hinsicht damals etwas ganz Wichtiges getan. Bis zu seiner Zeit war es nämlich so, dass Komponisten ihre Stücke geschrieben haben, haben sie abgeliefert. Wenn sie Glück hatten, haben sie Geld dafür gekriegt, dafür, dass sie es abliefern an den Verlag oder an einen Veranstalter. Aber dann war es das auch.
Und die Tatsache, dass wenn Stücke dann wieder gespielt wurden, die Komponisten für diese Arbeit, die sie getan haben, dann auch noch was abbekommen, da hat sich Richard Strauss unglaublich stark dafür eingesetzt, dass ein System geschaffen wird, was dafür sorgt, dass Stücke, die gespielt werden, auch ein bisschen Geld abwerfen für die Komponisten. Und diejenigen von euch, die in Bands spielen oder selber auftreten werden, wissen, wie wichtig das ist, dass man diese kreative Arbeit auch irgendwo einfach immer weiter noch ein bisschen honoriert kriegt. Richard Strauss. Das, was ich hier gespielt habe, wir schreiben das einfach in den Videotext, dass ihr die Stücke rausfindet, wie die genau heißen. Aber diese vier letzten Lieder hier und dieses, was wir gerade hatten, hieß übrigens beim Schlafen gehen, das lege ich euch ganz warm ans Herz. Wenn dann... Da sind Harmonien drin. Wenn wir wollten, könnten wir uns daraus die schönsten Popballaden basteln, die man sich überhaupt nur denken kann. Vielleicht machen wir das ja mal. Also, Richard Strauss. Übrigens, ich habe ganz gedacht, wie alt er wird. 150 Jahre alt. Also, macht's gut. Tschüss und viel Spaß mit Richard Strauss.